Ich bin in Nepal und ich habe heute einen Mount Everest-Rundflug gebucht. Für etwa 250 Euro soll ich eine Stunde lang die Schönheit der Berge von oben sehen können. Bevor ich die majestätischen Berge des Himalaya bewundern kann, führt mich mein Weg zum internationalen Flughafen Kathmandu. Das Flugzeug ist klein, aber perfekt für eine solche Expedition. Es gibt sogar eine Toilette. Jeder von uns hat einen Fensterplatz, um die Aussicht genießen zu können. Mit 8.848 Metern ist der Berg der höchste der Erde. Der Name bezieht sich auf seinen Vermesser. Er hatte Vermessungen von Indien aus vorgenommen. Er hatte Ende des 18. Jahrhunderts keine andere Möglichkeit, denn Nepal war zu dieser Zeit für Ausländer nicht zugänglich. Im Mai 2020 hat ein chinesisches Team den Berg neu vermessen. Hierzu wurde übrigens ein eigenes 5G-Netz auf dem Berg installiert. Man nutzte die Covid-Pandemie, um ungestört arbeiten zu können. Das Ergebnis: Der Berg ist 49 Meter höher als bisher angenommen, gerundet also 8.849 Meter. Über dem Gipfel, der durchschnittlich minus 36 Grad kalt ist, verläuft die Grenze zwischen den Staaten China und Nepal. Und da ist er, der Mount Everest. Auf den Hinflug haben wir auf der linken Seite des Flugzeuges einen atemberaubenden Blick auf den Everest. Auf dem Rückflug können wir ihn von der rechten Seite noch einmal bestaunen. Begleite mich zu Indigenen in die Kalahari-Wüste von Namibia und werde Teil meiner Reise.